Freunde, hier ist Max. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt sind demnächst die Sommerferien um und wir sind gerade hier im Sophienhof. Alle da, alle versammelt hier. Und jetzt geht's einmal zu Rossmann, denn ja, wie gesagt, die Schule fängt an und ich brauche natürlich wieder Schulsachen. Also wird es jetzt hier ein Back-to-School-Video geben. Ich bearbeite hier gerade das Video und eine Sache habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Nein, das meinte ich nicht. Es gibt nämlich ein kleines Gewinnspiel. Okay, was heißt klein? Das ist schon echt viel. Da seht ihr, was es zu gewinnen gibt. iPhone 7, Xbox One, PlayStation 4, 10x15 iTunes-Karten und 10x15 Google Play Store-Karten. Den Link zu diesem Gewinnspiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und was ich jetzt nur sagen muss, es ist mit mehreren YouTubern zusammen, zum Beispiel mit Puki, Niklas Wald, mit Sutranix und noch einigen mehr. Also nicht von mir allein natürlich. Und ihr müsst einfach eure E-Mail-Adresse eingeben und dann auf Enter drücken. Das mache ich mal kurz. Hier wird die E-Mail-Adresse eingeben. Hier kann man Punkte sammeln mit diesen Aufgaben hier. Das seht ihr dann hier, wenn ihr selbst anguckt. Und je mehr Punkte ihr habt, desto höher ist die Gewinnchance. Und wie ihr seht, das läuft noch ganze 4 Wochen. Und jetzt weiter mit dem Video. Umweltverschmutzung hier. Okay. Sehr gut. Papa beim Deo. Ich habe übrigens keine Ahnung, wo das alles ist, dieses ganze Schulzeug. Ich muss mal gucken. Ja, da nicht, da nicht, da nicht. Auch nicht, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bestimmt irgendwo. Aber wir müssen erstmal suchen, wo was hier ist überhaupt. Das wäre komisch, wenn hier nichts ist. Gefunden. Ah, oh, Mist. Was macht ihr denn hier? Ja, es fällt alles ab. Sehr gut. Na, jetzt muss ich noch irgendwie alle Hefte und so alles holen und keine Ahnung. Lineal darf natürlich nicht fehlen, also Geodreieck meine ich. Ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt alles brauche. Mama, kannst du mir auch welche geben von den Dingern? Rot, blau, gelb, grün, alles. Schwarz geht auch. Ich habe keine Gedanken gemacht, nimm mal lila auch mit. Ich habe keine Gedanken gemacht, was ich kaufen soll. Das reicht erstmal. Ich glaube, so viele. Ja, orange auch nochmal. Für jedes Fach brauche ich natürlich was. Dafür nehme ich die ganze jetzt hier. College-Blöcke dürfen nicht fehlen. Okay, da sind irgendwie Leute, die mich kennen. Das ist komisch. Die laufen die ganze Zeit rum. Weißt du zufällig, ob man für Klausuren das gleiche Heft braucht wie für Arbeiten? Nein, glaube ich nicht. Achso, das weiß ich. Ja, okay, das wird dann wahrscheinlich irgendwann in der Schule gesagt, was wir dafür brauchen. So, die kann man immer gebrauchen, die Tintenpatronen. Ja, so, perfekt. Die nehme ich auch mal mit. Einfach ohne Plan hier reingegangen bin. Ich habe mich eben noch mal in Ole getroffen. Hier die ganze Ordnung, die ich schon eingepackt habe. Alle sind hier drin. Ich hoffe, dass das für alle Fächer reicht. Falls nicht, müssen wir wohl noch mal hier hin. Aber ich hoffe, es sollte eigentlich reichen. Das ist uncool. Auf Vokabeln habe ich hier nicht wirklich Lust. Oh, ich brauche einen Textmarker. Gibt es hier Textmarker? Habe ich gerade ganz vergessen. Haben wir echt? Oh, gut. Ist mir noch eingefallen, weil letztes Spiel hatte ich einen Textmarker, der war so halb kaputt. Und da brauchen wir echt oft einen Textmarker. Deswegen ist es sehr hilfreich, einen zu haben. Und die sind allein gesteckt. Die Postmappe für Ash. Da weiß ich noch ganz genau, sowas hatte ich früher auch noch gehabt. Ja, muss Postmappe. Man noch haben. Damals. Ist sogar kein Jahr. Oh, ja, damals auch in der Grundschule gab es die Postmappe, die braucht man natürlich jetzt nicht mehr. Nein, aber wo gibt's? Aber ich erinnere mich noch. Ja. Ich glaube, hier ist alles drin. Ein bisschen trinken unterwegs. Fertig. Und auf zur Kasse. Und da war meins noch auf. Genau. Das wird eng. Leer. Ja, so nur so halten. Das ist alles hier für mich. Jetzt braucht mein Bruder noch einen Füller. Holzfüller. Yeah, Regen. Und jetzt geht's mal wieder runter zu Rossmann, denn meine Eltern müssen noch einen Regenschirm holen. Ich habe einen mitgenommen, sie nicht. Obwohl Mama mir gesagt hat, dass ich einen mitnehmen sollte. Und sie nehmen aber selbst keinen mit. Ey, regnet's hier oder wie? Ja? Ja, das glaube ich auch, dass es hier regnet. Definitiv. Es ist sehr, sehr regnerisch hier in diesem Laden hier. Oh, stimmt, danke schön. Das ist sehr nett von dir. Natürlich braucht meine Mutter hier wieder ewig lange, bis sie mal fertig ist. Wie lange kann es hier noch dauern? Ja. Nicht lange, okay, ich guck mal auf die Uhr. Einfach gerade auf die Uhr gucken, aber sind auch schon fertig. Yeah, nicht mal eine Minute. Okay. Jetzt machen wir auch noch bei Blume 2000. Yeah. Ganz, ganz, ganz tolles Wetter. Nicht. Und eigentlich war es vorhin eigentlich voll gut, aber jetzt nicht mehr, leider. Und dann habe ich auch noch weiße Schuhe an und weiße Hose. Toll. Oh, hier ist irgendwo der Regenschirm drin.
Da ist er. Endlich bist du fertig. Ich habe keine Hand mehr frei, verdammt. So. Jetzt guck mal. Und zack. Jetzt auch noch die Brücke da oben. Toll, wir wollen eigentlich zum Auto zurück. Und es ist sehr schwer hier. Ah, jetzt habe ich die Kamera nicht anbekommen. Ich laufe halt hier mit einer Hand Regenschirm, anderen Kamera und hier noch eine Tasche. Und ich glaube, die Brücke kann gleich wieder runtergehen. Das Schiff ist nämlich gleich durch. Und jetzt haben wir noch einen Regenbogen hier. Und wir können jetzt da erstmal durch die Menschenmasse vorne durchgehen. Was ist das denn hier? Improvisationsschere hier. Also wie ihr jetzt eben hier gesehen habt, ist hier ein Paket für mich hier. Und da zeige ich euch mal kurz, was drin ist. Und hier ist ein Lautsprecher. Der wurde mir so zugeschickt. Ich würde sagen, den teste ich einfach mal zu Hause irgendwie aus. Mal gucken, wie das so ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es erstmal zu einem Geburtstag, nämlich von der Schwester von meinem Vater, also unserer Tante. Ich sage immer irgendwie von der Schwester, egal. Auf jeden Fall geht es jetzt zum Geburtstag. Wir sind jetzt da und dann sehen wir uns nachher wieder. Werden wir nach Hause fahren oder irgendwas anderes machen? Das weiß ich jetzt noch nicht. Also jetzt ist hier gerade dunkel, man sieht nichts. Und wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Okay, manchmal sieht man, was in Autos vorbeikommt. Oder ich mache mein Handy hier. Oh, doch nicht. Ich dachte, das geht vielleicht. So. Jetzt sieht man hier auf. Oh Gott, das ist jetzt wieder viel zu hell. Auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Hause. Und dann gucken wir auch nochmal die Musikbox an. Und ich bin wieder zu Hause. Und falls ihr euch gerade fragt, was das hier für ein Sound ist, ich habe die mal angemacht. Und ich mache kurz die Musik erstmal aus. Wir haben eben diese Box, also ich habe die schon mal im Auto ausgepackt, um zu gucken, wie das so ist. Wir haben ein bisschen Musik gehört. Ich war ein bisschen überrascht tatsächlich, ich dachte, die wäre schlechter. Ja, aber ich habe die im Auto ausgepackt und entweder habe ich das Ladekabel übersehen oder da war kein Ladekabel mit dabei. Ich habe es hier so auf, holt hier so die Box raus und da ist nichts. Ach so, hier. Hier, was steht? Warte. Oh, zum Glück, das so. Oh, okay, so. Ich finde die Verpackung echt ganz nice. Gerade das Coole ist ja, dass hier so ein. Das ist magnetisch hier. Fragt euch nicht, warum der Bilou steht. Das ist, steht dann immer noch von dem Waffeleisen-Video und so. Ja, jetzt wisst ihr, warum der Bilou steht. Ich benutze es halt einfach nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, wohin damit. Die Batteriezeit: 5200 mAh. Battery provides 15 Hour Playtime. 15 Hour. Ups. Cool finde ich auch dieses 360 Grad Surround Sound. Aber beim Hören ist mir mal aufgefallen, dass wenn man leise Musik hört, dass der Ton einfach schwankt. Das heißt, erst ist es so ein bisschen lauter, dann wird es kurz leiser, obwohl ich nichts am Handy gemacht habe und nichts an der Box verändert habe. Das ist ein bisschen komisch, aber es ist auch nur bei niedriger Lautstärke. Wenn man die Lautstärke hochdreht, dann ist alles gut, normal. Und bei niedriger Lautstärke, da ist irgendwie so ein kleines Rauschen noch dabei. Aber man kann es ja echt nicht beschweren, finde ich. AUX-Kabel. Oh, ich dachte schon, da wäre kein Ladekabel mit dabei. Das wäre nämlich ehrlich gesagt ziemlich komisch, wenn da kein Ladekabel mit dabei wäre. Ich würde sagen, ich mache mal mit euch hier zusammen kurz mal Musik an. So, ich finde die Lautstärke ist auch ganz klar. Ich mache jetzt nicht ganz laut. So, jetzt ist es ganz laut hier. Denke mal. Man kann das da nämlich verstellen. So, jetzt mal laut, leiser, jetzt lauter. So ist laut. Also bei der Lautstärke, glaube ich, kann man nichts sagen. Ich finde die Qualität ist ganz okay. Ash hat eben schon gefragt, ob er die haben kann. Ich denke, ich gebe die Ash auf jeden Fall. Weil, wer braucht schon zwei? Ihr wisst ja bestimmt, ich habe auch diese JBL Charge 2 Plus. Habe ich auch zu Weihnachten, habe ich zu Weihnachten bekommen. Habt ihr vielleicht im Review gesehen. Und ja, auf jeden Fall denke ich mal, gebe ich die Ash. Was ich zu dieser Box noch nicht sagen kann, ist nämlich die Akkulaufzeit. Da steht nämlich nirgendwo, wie voll oder leer diese Box ist. Bin echt gespannt, wie das mit dem Akku so ist. Ob der schnell leer geht oder nicht schnell. Also das werde ich sehen. Auf der Verpackung steht nämlich 15 Hour Playtime. Hier 15 Hour Playtime. Wenn man das ganz laut macht, dann hält es glaube ich keine 15 Stunden. Und ich finde es ziemlich nice, dass man hier auf Pause drücken kann und skippen kann. Das ist echt, das gibt es bei der JBL Charge 2 Plus nicht, leider. Aber das ist ganz geil. Ich würde damit auch sagen, war es von diesem heutigen Vlog. Beziehungsweise mit dem Back to School. Das war ja auch noch am Anfang des Videos und hier so zwei Teile auf jeden Fall. Okay, damit würde ich sagen, was jetzt hier von mir und diesem Video habe ich eben zwar schon mal gesagt. Verdammt, was mache ich hier? Egal. Auf jeden Fall könnt ihr hier in der Mitte den Kanal abonnieren, hier links und rechts noch zwei weitere Videos. Schaut die gerne an. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Max und ciao!